Liebe Gemeinde, Jubilate heißt dieser Sonntag. Jauchzet Gott alle Lande. Ab kommenden Sonntag können auch wir hier wieder Gottesdienste in den Kirchen halten. Doch zum Jubeln sieht auch das noch nicht aus. Beschränkungen gibt es weiterhin. Beschränkungen, die notwendig sind. Lasst uns dennoch dankbar sein und uns freuen. Freuen für jeden kleinen Schritt, den es vorangeht. Freuen und vorsichtig sein. Und in allem vertrauen, dass einer alles auch jetzt in seiner Hand hält. Heute, morgen und in Ewigkeit. Heute begehen wir den Gottesdienst in der Kirche in Drastow. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und Freude, Glück, Licht, Zuversicht.
Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben, preisen, anbeten dich, für deine Ehre wir danken, dass du Gott, du Quelle der Erkenntnis, durch das Licht deiner Wahrheit führst du die Verirrten zurück auf den rechten Weg. Hilf uns, alles zu meiden, was unserer Berufung widerspricht, dass wir allein deinem Sohn folgen, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebet und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Johannes im 15. Kapitel. Es ist zugleich auch der Predigttext. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine Jünger. Ich singe dir. Dass du doch, was haben wir?
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ein indischer Dichter schreibt: Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Und wenn morgen viele Kinder nach der langen Zwangspause wieder in die Schule gehen, und wenn manche sich auch darauf freuen, so denke ich eher, die Freude darauf ist im Blick auf die Klassenkameraden. Nein, ich glaube nicht, dass all diese Schüler, die sich freuen darauf, morgen wieder in die Schule zu gehen, dass diese in Zukunft in den höchsten Tönen begeistert sein werden, wenn sie ihre Klausuren schreiben, Vokabeln lernen und Vorträge ausarbeiten. Pflicht ist Pflicht. Wohl dem, der die Pflicht nicht mit Widerwillen tut. Aber die Pflicht hat immer irgendwie einen herben Klang. Die Pflicht hat immer etwas Drängendes, etwas Forderndes. Und das macht wenig Freude. Und nun heißt unser Sonntag Jubilate. Jubelt, jauchzt, freut euch kräftig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei unserem Text heute sofort jubelnde Freude aufkommt. Jesus spricht vom Fruchtbringen. Fruchtbringen, dass wir in unserem Leben Frucht bringen sollen. Und es klingt auch gar nicht so wie eine Empfehlung, wenn Jesus sagt: Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er, der Weingärtner, wegnehmen. Das klingt wie eine Pflicht. Wie eine Pflicht, die auch irgendwie eingefordert wird, dieses Fruchtbringen. So wie bei einem Weinstock eben. Nur dazu wird ein Weinstock gepflanzt, damit er Frucht bringt. Das ist das Ziel. Aber ist das ein Grund zum Freuen? Ist eine Pflichteinforderung ein Grund zum Freuen, sodass das Leben die Pflicht zur Freude wird? Unter einem erhobenen Zeigefinger, da freut man sich schlecht. Allenfalls lächelt man noch ein bisschen gequält. Die Frucht, von der hier die Rede ist, das ist die Liebe. Davon spricht Jesus gleich im Anschluss an unseren Text. Die Frucht, die wir als Christen bringen sollen, ist die Liebe. Und ich glaube, da hat es uns ganz schön erwischt. Sicher sind wir alle so ganz nette Menschen. Wir sind höflich und wir sind freundlich, wir lächeln die Menschen oft an oder kommen mit einem Lächeln auf sie zu und bei vielen meinen wir es auch ganz von Herzen, auch ganz ernst und wir suchen das Angenehme miteinander. Aber darum geht es hier nicht nur. Hier geht es um die Liebe. Um Liebe geht es, um die Frucht der Liebe. Jesus sagt: Eine jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also nicht nur eine Nettigkeit hier und da, nicht nur ein Lächeln und das vielleicht sogar auch aus ganzem Herzen, nein, noch mehr Frucht. Nicht nur Freundlichkeit, sondern Liebe. Mehr Liebe, noch mehr Liebe. Das ist unsere Pflicht. Das ist unsere Christenpflicht. Liebe Gemeinde, mir könnte bei diesem Gedanken ganz schlecht werden.
lieben zu müssen. Liebe als Pflicht, die Liebe als ein Muss, was getan werden muss. Das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht und ich will es eigentlich auch gar nicht. Pflicht und Muss, aufgedrücktes Tun. Zum Jubeln ist mir dann nicht zumute. Wie gut, dass wir vorgestern zum 1. Mai nicht mehr gezwungen winkend an den Kadern der SED vorbeimarschieren mussten. Ist das mit dem Jubeln des heutigen Sonntages etwa das Gleiche? Sollte es sogar, und das ist noch viel schlimmer, sollte es sogar mit der Liebe bei uns Christen das Gleiche sein? Eine Pflichtliebe, weil sie unser Leben daran entscheidet? Das wäre schlimm. Und das wäre eine lieblose Liebe. Und eine solche lieblose Liebe kann Gott doch nicht wollen. Ein Satz ist der Schlüssel zu diesem Bild. Und Jesus sagt diesen einen Satz: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und das ist ja immer wieder unser Fehler, dass wir versuchen, aus eigener Kraft mit unserem Leben fertig zu werden. Wir versuchen, aus eigener Kraft unser Leben zu meistern, vorwärts zu kommen, es zu irgendetwas zu bringen. Dabei sollten wir uns dieses einfache Bild, das Jesus hier uns malt, vor Augen führen. Er sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, was sind denn Reben? Das sind die dünnen Ranken des Weinstocks, an denen die grünen Weinblätter und die saftigen Trauben hängen. Und in sie schickt der Weinstock alles hinein. In die Reben schickt der Weinstock alles hinein, was er an Saft und an Kraft besitzt. Und das heißt also, auf Jesus und uns übertragen, das heißt, all unsere Kraft kommt von ihm. All unsere Kraft kommt von Jesus, nur von ihm. Und wenn Leid in unsere Familie bricht, wenn wir hilflos am Krankenbett stehen und wenn das Krankenbett zum Sterbebett wird, dann will die Kraft des Herrn in uns zum Wirken kommen. Aber genauso auch, wenn die Dinge des Lebens uns gelingen, wenn es vorwärts geht, aufwärts, immer weiter mit uns, dann ist es auch nicht meine Stärke, die es geschafft hat, im Leben es zu etwas zu bringen. Dann ist es nicht meine Stärke, die alles geschafft hat, sondern es ist seine Kraft. Und ich hoffe und wünsche, dass wir es auch dann so halten, wenn wir uns Sorgen machen. Ich hoffe und wünsche, dass wir es auch dann so halten, wenn wir Angst haben, wenn uns vor der Zukunft bange wird. Dass wir dann wissen, dass es seine Kraft ist, die uns weitergehen lassen kann. Dass wir dann wissen, dass wir uns auf seine Kraft verlassen können, auf seine Lebenskraft, die uns zur rechten Zeit erreicht. Die Rebe empfängt ihre Kraft vom Weinstock. Nur vom Weinstock. Und wenn wir es lernen, alle Kraft von Jesus zu empfangen, nur von Jesus, dann dürfen wir damit rechnen, dass wir eines Tages, wenn es notwendig ist, mit Kräften auch ausgerüstet werden, die unser Können übersteigen. Wenn wir es lernen, alle Kraft von Jesus zu empfangen, nur von Jesus, dann dürfen wir damit rechnen,
dass wenn wir etwas tun müssen, was unsere Kräfte übersteigt, wir die Kraft bekommen, die wir von uns aus auch nie haben hätten können. Wer seine Kraft von Jesus empfängt, der führt sein Leben nicht mehr nach menschlichen Einsichten. Der führt sein Leben nicht mehr nach menschlichen Maßstäben, sondern der führt sein Leben nach dem Willen Gottes. Wer seine Kraft allein von Jesus empfängt, der kann auch den Inhalt des Lebens an Jesus ausrichten. Liebe Gemeinde, sicher geschieht es auch bei Ihnen so manchmal, dass man für diesen oder jenen Zweck etwas spendet. Etwas Gutes spendet, eine gute Tat tut und dann hat man auch ein gutes Gefühl hinterher. Und wenn man etwas gespendet hat, dann bekommt man hinterher, so ist das bei uns üblich, eine Spendenquittung, sodass man für den Betrag, den man gespendet hat, dann auch keine Steuern zahlen muss. Das ist ein guter Anreiz zum Spenden. Aber stellen wir uns einmal vor, wir bekämen von der gespendeten Summe alles wieder zurück. Wenn wir den gespendeten Betrag komplett wieder bekämen, zu 100%, natürlich, wir wissen, das geht natürlich real nicht, aber stellen wir es uns einmal vor, das, was wir spenden, das würde uns ganz und gar wiedergegeben, in voller Höhe. Was würden wir da tun? Wir könnten spenden und spenden und spenden. Wir könnten Gutes tun und Gutes tun und Gutes tun, unterstützen, Freude bereiten, vielen Menschen Freude bereiten. Ja, es würde uns viel kosten. Aber letztlich käme das alles ja nicht von uns. Es käme ja nur darauf an, dass wir es auch in Anspruch nehmen. Es käme nur darauf an, dass wir es auch machen. Dass wir die Quelle anzapfen, dass wir die Quelle auch bewusst nutzen. So ist es mit Jesus. Er ist der Weinstock. Und wir sind die Reben. Und die Frucht, die Gott von uns erwartet, das ist die Frucht der Liebe. Aber es ist eben nicht eine Liebe, die aus uns selbst herauskommt. Es geht nicht darum, ja, es kann gar nicht darum gehen, dass Gott uns immer mehr zur Liebe drängen will, dass ich so viel liebe und Gott uns immer mehr die Liebe aufdrängt. Nein, es geht darum, dass wir bereit sind zu lieben, dass wir versuchen zu lieben und dass wir auf den anderen versuchen, immer wieder lieben zuzugehen. In der Liebe, die von Jesus kommt. Ja, das ist an vielen Stellen auch schwer. Ja, das braucht auch oft ein ganzes Stück Überwindung. Und ja, das mag uns vielleicht auch ein bisschen als Zumutung vorkommen, aber die Zumutung ist nicht größer als die, die Jesus selbst auf sich genommen hat, indem er für uns litt und starb. Die Zumutung ist nicht größer als die einer Spende, die man zu 100% zurückerstattet bekommt. Jesus ist es, von dem alles ausgeht, auch die Liebe. Und er gibt uns die Möglichkeit zur Liebe. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und was von ihm ausgeht, das dürfen wir von ihm empfangen. Und das ist ein Grund zum Jubeln. Heute am Sonntag Jubilate. Das ist ein Grund zum Jubeln. Nicht nur, weil das, was wir geben, wir auch empfangen. Nicht nur, weil wir unser ganzes Geben von ihm haben.
Nicht nur, weil unsere ganze Lebensbilanz von Jesus herkommt, sondern weil wir vor allem auch schon empfangen haben. Ja, wir haben seine Liebe schon empfangen. Wir haben die Liebe Jesu schon empfangen. So wie die Reben ihre Kraft vom Weinstock. Zuerst der Lebenssaft und dann die Frucht. Wir müssen nicht in Vorleistung gehen. Er, Jesus ist es, der in Vorleistung gegangen ist. Er ist es, der uns zuerst Lebenskraft schenkt. Er ist es, der in Vorleistung gegangen ist, am Kreuz und in der Auferstehung. Und deshalb bringt die Frucht der Liebe, weil Jesus euch seine ganze Liebe geschenkt hat. Bringt Frucht, weil ihr von Jesus alles dazu empfangen habt. Bringt die Frucht der Liebe, weil er euch aus Liebe den Himmel aufgeschlossen hat. Bringt die Frucht der Liebe, weil er euch aus Liebe das ewige Leben geschenkt hat. Bringt die Frucht der Liebe, weil Jesu Weg mit uns ein Liebesweg ist, bis hin zur ungetrübten Freude, zur ungetrübten Liebe, bis hin zur himmlischen Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Allmächtiger Gott, in der Taufe wurden wir in Christus, den wahren Weinstock, eingefügt. In seiner Gemeinschaft
dürfen wir dich, unseren himmlischen Vater, bitten, erhalte die Getauften in der lebendigen Gemeinschaft mit dir. Wir rufen zu dir. Lass auch jene deine Nähe erfahren, die sich von unseren Gemeinden getrennt haben. Wir rufen zu dir. Den Menschen ihre Gaben zu erkennen und sie zum Wohl für andere einzusetzen. Wir rufen zu dir. Sei mit deinem Trost den vielen nahe, die keine Zuwendung erfahren. Wir rufen zu dir. Versammle uns alle zusammen, einmal in der Gemeinschaft mit denen, die du vor uns aus dieser Welt gerufen hast, zum ewigen Festmahl in deinem Reich. Wir rufen zu dir. Dein Reich wächst mitten unter uns durch das Wirken deines Geistes, den du in die Welt gesandt hast, damit er das Werk deines Sohnes vollende. Wir preisen dich, dem alle Ehre gebührt, jetzt und in Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Thank you.
Liebe Gemeinde an den Bildschirmen, vor 6 Wochen war der erste Sonntag, an dem wir in unseren Kirchen keine Gottesdienste halten durften. Durch das Internet haben wir einen Ersatz für das gottesdienstliche Leben gehabt. Ab morgen sind die Einschränkungen unter Auflagen gelockert. Jede Gemeinde entscheidet selbst, ob sie nun wieder in der Kirche zusammenkommt. Christliches Leben ist von Anfang an ein gemeinschaftliches Leben unter dem Kreuz gewesen. Gottesdienst braucht zuallererst diese Gemeinschaft. Darum nutzen Sie die Möglichkeiten, auch unter Einhaltung der Hygieneregeln zum Gottesdienst zu kommen. Die Gottesdienste auf diesem Kanal werden ab kommenden Sonntag in dieser Regelmäßigkeit nicht mehr stattfinden. Kirchliche Beiträge werden Sie aber hier auch weiterhin finden. Lassen Sie sich also einladen zur Gemeinschaft in unseren Kirchen, zur Gemeinschaft unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn auch die kommende Zeit uns noch kein gewohntes Bild in unseren Gemeinden und so manche Einschränkung im Leben gibt, so dürfen wir doch wissen, Jesus ist unser Herr und er geht mit auf allen Wegen.